Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Stimmt. Das weiß ich nicht. Das Abteil ist kein Spaß. Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Stimmt. Das weiß ich nicht. Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Stimmt. Das weiß ich nicht. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten. Die macht mir das Leben zur Hölle. Mädchen in eurem Alter sollten längst verheiratet sein. Sie denkt ganz zweifellos so. Ist die Miete wenigstens günstig? Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Wie ich hörte, habt ihr Kohlen gesehen, kurz bevor er starb? Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Er starb bei der Schlacht von Brenner, auf meinem Operationstisch. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen?
Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe? Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keiner. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Shani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg Sultan Shivai. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Ja? Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Ja. Ja? Shani. Ich wollte reden. Tut mir leid. Reden wir ein andermal. Diese Dreckskerle wollen also eine Quarantäne. Und wer bezahlt die Waren, die sie beschlagnahmen? Das wird. Was kann ich für euch tun? Sollte ich mich spuken? Braucht ihr etwas? Was wollt ihr? Was für schreckliche Zeiten. Das sind schreckliche Zeiten.
Bücher, Schriftrollen, Pergamente. Seltsam. Ich vergeude meine Zeit. Ich bin ja so schlau. Ich bin ja so wetterfühlig. Bewegt euch! Bis morgen. Bart. Na hallo. Kräuter, Salben, Blumen für die Damen. Seid gegrüßt. Ihr seht ein wenig blass aus. Ich besitze Medikamente, die euch auf der Stelle heilen. Meine Preise sind erschwinglich. Wo sammelt ihr eure Kräuter? Wenn ich das verraten würde, müsste ich betteln gehen und könnte mir nie einen neuen Schal leisten. Sucht euch etwas aus und lasst den Unsinn hübscher. Lieber nicht in das Anderlingviertel. Die abscheulichen Zwerge werden euch ausrauben. Das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gab den Weibern. Ach, wäre ich doch nur ein wohlhabender Mann. Was kann ich für euch tun? Sollte ich mich spuken? Wenn das Wetter so wie jetzt umschlägt, plagt mich das Reißen im Rücken. Wie lange denn noch?
Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Braucht ihr etwas? Teufel mit allem, ich wäre lieber in Povis. Was für ein Gestank. Muss neu überdacht werden. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten? Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger.
Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr etwas Coolmark für mich? Noch nicht. Aber ich komme wieder. Säumt nicht. Ich brauche es für meine Lösungen. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Wie komme ich zum Sumpf? Nehmt das Westtor. Da ist ein Deich, der nach Alte Visima führt. Und was dann? Ihr findet dort eine Fähre, die euch zum Sumpf befördern kann. Fährt die Fähre in beide Richtungen? Ja, am Sumpf gibt es einen Landungssteg beim Dorf der Ziegelbrenner. Danke. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Leid. Ich war ganz in Gedanken. Was den Turm anbetrifft. Ja? Wo finde ich Informationen über den Turm? Bücher sind die zuverlässigsten Wissensspeicher. Noch etwas? Schenkt den Sumpfbewohnern Gehör. Volksweisheiten, Mythen und Legenden sind nützlich, auch wenn mündliche Überlieferung die Dinge oft verzerrt. Gut, das werde ich tun. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Bis dann.
Man vergisst so viel. Zeit zu bieten. Ich gehe zum Schloss. Ja? Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Wann lassen die endlich wieder Kaufleute in die Stadt? Man munkelt, könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl, eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Lebt wohl. Seltsam. Tolle Idee. Ich arbeite zu viel. Ich möchte anderswo sein. Mager, da wird mir übel. Lebst du lieber unter Menschen? Besser als die Herrschaft des Rats. Menschen, ich will nichts mehr von Mager. Mein Volk stirbt und ich kann nichts dagegen tun. Ich spuck auf Menschen und ihre Prinzipien. Wenn ich Vivaldi wäre, würde ich tun, was in meiner Macht steht, um diese Stadt zu zerstören.
Kettmehl, Fatgern. Seid gegrüßt. Leider beherrsche ich die alte Rede nicht. Schade, Weißer Wolf. Eure Sprache ist wie eine Steinaxt. Unsere wie das elegante Schwert der Virole Dan. Es liegt gut in der Hand. Egal, welche Technik man auch ausführt. Würdet ihr sie mir beibringen? Lernen braucht Zeit. Ein jugendlicher Verstand kann unsere Sprache in wenigen Jahren meistern. Aber um Palästren zu formen... Ich habe mein Gedächtnis verloren. Vielleicht kannte ich eure Sprache einst. Wenn das stimmt, müsst ihr sie möglicherweise nicht neu erlernen. Ich werde Elfisch sprechen. Vielleicht versteht ihr es. Versuchen wir es. Es sehr für eine Wett. Ihr seid Fjeine Wett, das Sonnenkind. Fjeine heißt Sonne. Wett, Kind. Misene is Evon, ipont agvenelen. Ihr kommt aus dem Land am Fluss der Alabasterbrücken. Enzamine. Abide McGwynplate. Ihr habt recht, Enkamine, ein Mangel an Liebe, das letzte Zeitalter, Tet Dereat. Abide